Hallo, meine Lieben. Ja, heute gibt es einen kleinen Haul von der lieben Mel. Ja, schon ein bisschen länger her, wo wir das alles gekauft haben. Aber es kam trotzdem etwas zusammen, was wir über die Zeit jetzt angespart haben, was wir alles so neu für die kleine Maus besorgt haben. Und ja, langsam müssen wir ihren Kleiderschrank mal aufstocken, denn sie hat wirklich sehr, sehr wenig Klamotten. Aber ich finde es auch gut, weil bei ihr ist es anders. Ich verfall bei ihr nicht so in den Kaufrausch wie bei den Jungs. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das tut meinem Portemonnaie sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, meine Lieben, als erstes haben wir ein Paket von der lieben alten Mama von Mel bekommen. Ja, sie hat meine YouTube-Videos entdeckt und ja, wenn du zuschaust, einen ganz lieben Gruß an dich. Die kleine Mel ist wirklich eine ganz bezaubernde kleine Prinzessin und ja, wir haben ein kleines Paket von dir bekommen. Ich zeige jetzt nur die Sachen, ja, die so in den Haul passen. Wir haben noch ganz viel anderes von ihr bekommen und ich danke dir auf jeden Fall. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Geschenk und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit so kleinen Fäustlingen hier. Die sind richtig schön rosa. Und ich finde, Fäustlinge sind bei Mel sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich mich sehr über diese Fäustlinge gefreut. Und ja, ich wollte mir selber welche kaufen, aber jetzt haben wir welche. Und deswegen haben wir ja, neue Fäustlinge für die Mel. Und auch passend zu den Fäustlingen gab es neue Söckchen für die Mel. Auch da haben wir leider nur die weißen von den Jungs bis jetzt. Aber jetzt gab es so richtig schön rosane, dicke, kuschelige Socken. Und auch die sind echt wunderschön. Und das letzte, was dabei kam, war ein Halstuch für die kleine Prinzessin. Das ist so weiß und dann steht Love drauf. Das ist von Liegelind. Und ist wirklich schön. Es hat so einen Klettverschluss. Und dann ist es so ein Dreieckstuch. Also echt richtig schön. Und der Stoff hier drinne, also auf dieser Innenseite, ist so ultra weich. Das finde ich total schön. Dann fangen wir an mit den Sachen, die wir gekauft haben. Ich und Felix waren auf einem Kinderflohmarkt und haben mal nur für die Mel geschaut, aber es gab auch nicht wirklich was für die Jungs. Zum einen kam damit diese coole Hose von Benetton. Ich finde sie ultra schön. Was sie kostet, kann ich gar nicht mehr sagen, schon über 2 Wochen her. Ich glaube 1 Euro oder 2 Euro. Auf jeden Fall nicht so viel, aber erst recht nicht für Benetton. Also Benetton kenne ich jetzt nur teuer, also irgendwie, aber ich kenne auch die Qualität und Benetton ist sehr, sehr schön. Also da geht es mir nicht um die Marke, es geht mir einfach nur darum, dass die Qualität einfach super ist. Die hat hier oben so ein richtig schönes Bündchen, so ein richtig schön braunes Bündchen, was die Hose einfach so richtig schön macht, finde ich. T-Shirt halt so überall dann Benetton so drumrum und diese Hose sitzt einfach perfekt. Also das ist genau oben der Schnitt von Mel und die Länge ist perfekt und hier unten, dass das so eingekringelt ist, ist einfach perfekt. Diese Hose ist einfach ultra schön und seitdem bin ich einfach total der Benetton-Fan und kaufe immer mehr von Benetton. Ja, die ist jetzt in Größe 56. Seht ihr das nochmal alles? Ja, aber passt halt, wie gesagt, perfekt. Eigentlich bei Mel und 56 passt da gar nichts, aber diese Hose ist einfach perfekt. Dann kam noch eine Hose mit, und zwar diese hier, die ist von H&M. Und da habe ich wirklich ein bisschen Angst, dass die nicht zu groß ist, weil die ist echt riesig. Ja, sie ist so weiß mit so ganz hellrosanen Punkten. Das ist, ja, so eine Reihe von H&M. Hier hinten steht es drauf. Und da gibt es halt auch Bodies zu, und es gibt auch genau diesen gleichen Body, aber den gab es noch nicht in ihrer Größe. Ja, die Hose hat Füße unten dran, das finde ich, ich weiß auch nicht, ob das ganz gut ist bei Mel. Müssen wir alles ausprobieren. Aber sie hat auch noch ein sehr schönes Bündchen. Da glaube ich, das passt ganz gut bei Mel. Aber ja, müssen wir ausprobieren. Wie gesagt, ne, habe ich noch gar nicht gesagt. Ist in der Größe 56 von H&M und hat, glaube ich, auch nur 1 Euro oder so gekostet. Und deswegen haben wir sie mitgenommen. Dann gab es noch ein Body. Das war ja eher so ein spontaner Kauf. Ich weiß nicht. Der hat auch 1 Euro gekostet. Der kommt von Lidl. Also die Lidl-Marke dazu heißt ja Loopy-Loo in 50-56. Ich mochte die Farben einfach total gerne. Und deswegen, ja, haben wir den mitgenommen. 1 Euro ging dann auch und ich dachte mir, Bodies kann man immer gebrauchen, aber auch der wird wieder viel zu groß sein, schätze ich. Das finde ich sehr, sehr schade.
Die Maus ist einfach so ultra klein. Also Jaden ist jetzt 51 cm und kann locker 56 tragen, aber bei Mel ist das leider nicht so. Bevor ich euch das letzte zeige, da muss ich mich die Mel für holen, denn die kleine Maus hat es an. Zeige ich euch das letzte, das vorletzte. Und zwar ist das so ein Maxi-Cosi-Sitz, also eine Einschlagdecke für die Maxi-Cosi in rosa. Also richtig Mädchen. Die hat so Öhrchen, also hier oben ist so eine Kapuze, da kommt dann das Köpfchen rein. Und das Ganze wird halt in den Maxi-Cosi oder auch in den Kinderwagen gelegt. Und es ist total schwer hier. So. Ich mache euch mal so ein bisschen. Also das hier ist dann, hier kommt zum Beispiel der Anschnaller rein. Hier unten sind die Füße drin. Dann kann man das so über die Füße rüber machen, so zum Zudecken. Und dann wird das Kind ganz normal hier oben sind die Schultern, wird es hier so angeschnallt drüber. Und dann kann man einfach hier noch diese Seitenteile einfach so rüber. Da haben wir auf beiden Seiten eins. Zack. Und hier oben ist der Kopf. Und schon ist das Baby so richtig schön eingewickelt, eingemurmelt. Und ja, das fand ich richtig süß. Und bezahlt haben wir, glaube ich, 3 Euro. Und das finde ich auch noch ganz okay. Und ich dachte mir, um den Kindersitz, den wir haben, also die Maxi-Cosi ein bisschen mädchenhafter zu machen, können wir das mitnehmen. Das war so meine Überlegung. Und ja, wenn ich es jetzt wirklich nicht brauche, dann verkaufe ich es halt wieder. Aber ich habe es halt einfach gekauft, einfach um es auszuprobieren, wie das ist. Und wie gesagt, das letzte hat die kleine Maus an. Das ist nämlich ein Schlafanzug von H&M und zwar dieser hier. Der ist so rosa gestreift wie der Body, den sie anhat von H&M. Ja, das ist glaube ich 56 und der passt ganz gut. So sieht der aus. Ich glaube, für den haben wir auch nur 2 Euro oder so bezahlt. Und was ich ganz vergessen habe, die Schnullerkette haben wir auch von der lieben alten Mama bekommen. Alten Mama, das hört sich immer ganz komisch an. Da ist so ein Winnie-Pooh-Bär drauf. Kleine Maus. Ja, mein Lieben, und das war's auch schon wieder. Es war halt, wie gesagt, nur ein Mini-Haul, aber ich wollte diesen Haufen endlich vor meinem Wickeltisch haben, weil ich einfach weiß, ich gehe die nächste Zeit nicht shoppen und deswegen kann ich nichts irgendwie lagern hier. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich bekomme immer so Kommentare, dass ihr Hauls total gerne mögt, deswegen mache ich so oft, wie es geht, ein Haul. Ja, ich finde es auch selber ganz gut, dass ihr einfach immer auf dem neuesten Stand seid, was so, ja, unseren Kleiderschrank. Unsere Kleiderschrank-Erweiterung angeht. Ja, wenn ihr keine Hauls mehr wollt, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bekomme halt immer, wenn ich irgendwie auf Instagram frage, was ich für Videos machen soll, kommt in jedes Kommentar Haul oder Vlog und dann mache ich halt öfters ein Haul. Und jetzt gab es auch einfach etwas, was ich euch zeigen wollte und ich habe es jetzt getan und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.